LTI Gießen 46ers TV. Beide Mannschaften legten im Freitagsduell los wie die Feuerwehr. Wayne Bernard mit den ersten Punkten für die in Schwarz spielenden Gießener, sein Dreier sitzt. Nach gerade einmal 2 Minuten stand es schon 8:8. Vor allem Center Elvi Ovcina war in dieser Phase auffällig. In den Anfangsminuten erzielte er 4 seiner insgesamt 13 Zähler. Doch auch der Playoff-Kandidat aus Braunschweig hat gute Scorer in seinen Reihen. Kyle Visser traf insgesamt 88% seiner Würfe. Trotzdem sah Trainer Hamsen im ersten Viertel ein Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe. Pilcevic bringt Gießen mit diesem Dreier in Führung, 17:15 für die 46ers. Der Start ins zweite Viertel verheißungsvoll aus Sicht der Mittelhessen Zazai auf Stewart und der US-Amerikaner macht einen 6:0-Lauf perfekt. Danach verloren die 46ers aber auf beiden Seiten des Feldes den Faden und erlaubten den Niedersachsen ihrerseits einen Run. Emmanuel McElroy komplettiert einen 9:0-Lauf der Gastgeber, die plötzlich mit 30:23 in Front liegen. Und mit diesem 7-Punkte-Rückstand ging es für die 46ers auch in die Pause. Visser markiert die letzten Punkte vor der Halbzeit-Sirene. Bis dato hatten die Gießener gut mitgehalten, konnten das Spiel offen gestalten. In Hälfte 2 sah das dann anders aus. Denn Braunschweig legte einen Traumstart in die zweite Halbzeit hin. Dreier McElroy, danach ist Ume aus der Nahdistanz erfolgreich. Die Phantoms ziehen auf 41:29 davon. Auszeit Gießen. Trainer Hamsen sagte nach der Partie, wir hatten durchaus gute Phasen, doch wir haben insgesamt nicht so gut zusammengespielt wie letzte Woche gegen Ludwigsburg. Vor allem die schlechte Trefferquote sollte den 46ers wieder das Genick brechen. Nur 39% der Würfe aus dem Feld gingen in den Korb. Deshalb gelang es den Gießenern auch nicht, sich wieder auf Schlagdistanz heranzukämpfen. Neuzugang Al Nolan sorgte kurz vor Ende des dritten Viertels per Distanztreffer wenigstens dafür, dass die Mittelhessen nur mit einem 10-Punkte-Rückstand in den Schlussabschnitt gingen. Zwar leisteten sich die Braunschweiger insgesamt mehr Ballverluste, trotzdem waren sie unter dem gegnerischen Korb effektiver und nach einem 8:0-Lauf 3 Minuten vor Schluss war die Begegnung praktisch entschieden. Stewart kann kurz vor dem Ende mit diesem erfolgreichen Dreier nur noch Ergebniskosmetik betreiben. Nach der 63:78 Niederlage gilt die Konzentration jetzt dem wichtigen Heimspiel gegen die Münchner Bayern. Trainer Hamsen sagt, wir müssen schauen, dass wir weiter kämpfen und die Spiele zu Hause gewinnen, die für uns wichtig sind. Den Spielbericht gegen die Bayern seht ihr schon am Donnerstag in der neuen Ausgabe des LTI Gießen 46ers TV. Ja, wir haben heute einen guten Job sowohl in der Defense als auch in der Offense gemacht. Wir haben die wichtigen Körbe getroffen und es hat Spaß gemacht, gegen das Team zu spielen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute. Es war ein hartes Spiel, wir haben einfach nicht reingefunden. Unsere Defense war nicht besonders gut und wir haben nur 63 Punkte gemacht und das ist nicht gut, damit gewinnst du nicht. LTI Gießen 46ers TV.